Was geht ab, Leute? Ich habe wieder back am Start für euch mit einem neuen Video und zwar auf dem Thema eSports Channel. Heute leider kein COD-Video von mir, sondern nur ein Pack-Opening, denn unser lieber Sponsor Gunner Optics hat uns, glaube ich, 5 oder 6 Codes gegeben und eine davon habe ich bekommen. Ziemlich geile Aktion und würde mal sagen, wir schauen das Ding jetzt einfach mal an. Leider kam das Paket zu meiner Mom statt zu mir und meine Mom hat es dann halt aufgemacht, hat die ganze Überraschung verdorben, aber gut, was soll man machen? So ist das Leben. Und so sieht das schöne Stück aus. Meiner Meinung nach ziemlich geil. Ich hatte es leider schon vorher gesehen. Wie gesagt, es stand so auf dem Tisch. Ich kam hier halt von meinem Zimmer rein, kam halt rein, ganz chillig, hab nach rechts geguckt und dann war das halt so. Und ja, was soll man machen? Natürlich anders erwartet, aber wenn es so passiert, dann passiert es halt. Auf jeden Fall ziemlich geil verpackt, finde ich persönlich. Ich weiß jetzt nicht ganz groß, was ich darüber sagen soll, aber auf jeden Fall freut mich das, dass ich hier eins bekommen habe. Dafür Dankeschön an DJ sowie Dankeschön an Thema eSports. Wirklich Dankeschön dafür. Und bevor jetzt Leute sagen, der Shaku kriegt alles. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe gesagt, Ding für die Brille. Wenn es wirklich keiner haben möchte und wie es aussieht, wollte es auch keiner mehr haben, nehme ich gerne eine. Wird auch darüber ein Video machen, so wie bei der Elgato. Und ja, ich finde sie auf jeden Fall ziemlich geil und ich würde mal sagen, ich mache sie auch. Oder? So Leute, da ist das schöne Ding. Und sieht ziemlich cool aus, finde ich. Es sieht wirklich ziemlich cool aus. Ist echt qualitativ hochwertig. Hier nochmal schön Gunner. Erstmals Dankeschön auch noch an Gunner Optik, dass wir das überhaupt bekommen haben. Ziemlich geile Aktion von euch, muss ich echt sagen. Und wenn ihr mich nicht auf Deutsch versteht, wenn ihr Engländer seid, ich weiß es jetzt nicht, oder Amerikaner, thank you einfach mal. Hilft uns sehr, sehr viel, weil ich denke mal, also es wurde einfach nicht immer gut darüber geredet. Ich denke mal auch, dass sie gut ist. Muss einfach gut sein, ansonsten wird das nicht so qualitativ hochwertig sein, wie manche es sagen, beziehungsweise es behaupten. Und wenn man sagen, ich ziehe die jetzt mal an, ich habe natürlich meine richtige Brille nicht an, ich habe keine Kontaktlinsen da und sehe natürlich dann auch weniger, weil ich einfach keine Brille an habe, aber... So, ich habe die Brille jetzt hier an und Leute, und ich kann jetzt nur das beschreiben, wie ich es jetzt sehe. Ich versuche danach die Brille mal vor die Kamera zu halten und höchstwahrscheinlich sieht man nichts, aber ich versuche es einfach mal. Und ich muss jetzt hier schon sagen, auch wenn ich jetzt hier nur auf dem Bildschirm gucke, ihr seht hier Dragon Ball. Einfach, weil einfach Dragon Ball besser ist. Es gibt nichts besseres als Dragon Ball. Aber ich merke jetzt schon, wenn ich nur aufs Bildschirm gucke, dass ich einfach den Bildschirm viel, viel besser sehe. Und das Außenrum wird einfach ein bisschen unschärfer, sodass man sich wirklich konzentrieren kann. Und wie ihr es im Hintergrund sieht, Leute, so sieht es aus, wenn man die Brille anhat. Und so sieht es aus, wenn die Brille draußen ist. Das heißt, wenn man sie nicht anhat, ist zwar jetzt echt kein gutes Deutsch, aber... YOLO. Den Unterschied sieht man auf jeden Fall und bei mir jetzt bei den Augen ist halt dann jetzt so, wenn man beides anhat, ist es ja jetzt nur von einer Seite, ansonsten sieht es auch nochmal so aus. Und ihr seht es ja schon, allein schon die Farbe ist schon ein bisschen anders, ganz am Anfang so halt, es schärft sich halt an und danach sieht man es nicht mehr schnell, deswegen so allerhöchstens. Es ist ein bisschen gelblich, außer das Bildschirm, der Rest ist ein bisschen gelblich und ja, das war es eigentlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und geht auf Gunner Optics und kauft euch Brillen. Denn Sponsoring muss man einfach mal sagen und Support ist natürlich kein Mod. Nein, ihr könnt da drauf gehen, mal schauen. Wenn euch eine gefällt, könnt ihr euch gerne natürlich auch eine holen. Und ansonsten würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video. Haut rein. Peace.